Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch mal einen Gurkensalat machen. Den mache ich allerdings jetzt nicht im Thermomix, weil ich finde, die Soße hat man so ganz schnell zusammengerührt. Da braucht man den Thermomix nicht für dreckig machen. Ich sage euch kurz die Zutaten. Wir brauchen 3 Salatgurken, eine gute Prise Salz. Die werden wir erst hobeln und dann gut salzen und erstmal stehen lassen. Und dann brauchen wir eine weiße und eine rote Zwiebel, 3 Esslöffel Olivenöl, Petersilie und Dill nach Geschmack, 2 Teelöffel Ahornsirup oder Zucker, einen halben Teelöffel Pfeffer, 2 Teelöffel mittelscharfen Senf, 4 Esslöffel Weißweinessig, ca. 150 ml Sahne und 2 bis 3 Esslöffel Creme Fraiche. Als allererstes gehen wir jetzt her und werden die Gurken hobeln. Also ich habe die Gurken schon abgewaschen. Wir werden sie mit Schale hobeln. Und das mache ich hier auf meinem Küchenhobel auf der Stufe 1. Das machen wir dann in eine Schüssel. Und ja, ich würde sagen, ich hobel die jetzt kurz und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch wieder. Ja, die Gurken habe ich jetzt fertig gehobelt. Das ist diese ganze Schüssel voll geworden. Und jetzt gehen wir erstmal her und salzen die ordentlich. Ich nehme also wirklich 2 gehäufte Teelöffel Salz, gebe die oben drüber, dann versuche ich das irgendwie umzurühren, weil noch sind die Gurken ein bisschen störrisch, ist dann ein bisschen schwierig, da muss man dann einen Augenblick warten, wenn ich das so ein bisschen umgerührt habe, dass das Salz relativ weit nach unten geht. Hier im Haus wird übrigens renoviert. Und dann gebe ich nochmal einen Teelöffel Salz drauf und wie gesagt, lasse das jetzt so mindestens eine Stunde stehen an der Seite und dann hat sich nämlich gleich schön Wasser gebildet, das werden wir komplett abschütten, dann werden die Gurken so richtig aromatisch. Ja, jetzt wo die Gurken durchziehen, können wir schon mit der Soße anfangen, dass wir die zusammenrühren. Wir geben 3 Esslöffel Olivenöl in eine Schüssel. Und dann gebe ich auch eine weiße und eine rote Zwiebel, die habe ich vorhin schon in Würfel geschnitten, dort hinein. Und dann geben wir entweder 2 Teelöffel Zucker oder Ahornsirup. Ich nehme jetzt Ahornsirup. Geben wir auch dazu. Und einen halben Teelöffel Pfeffer. Ich habe hier so einen Eierlöffel, von daher nehme ich etwas mehr. Und dann nehmen wir noch 2 Teelöffel Senf. Ruhig so gehäuft. So. Dann geben wir jetzt den Weißweinessig dazu. Ich nehme hier immer diesen weinwürzigen Essig, der schmeckt uns ganz gut. 4 Esslöffel. 1, 2. Und dann geben wir noch ca. 150 ml Sahne dazu. Und 2 bis 3 Esslöffel Creme Fraiche. Gute Esslöffel. Das verrühre ich jetzt erstmal ordentlich. Wie gesagt, das kann man auch so ganz gut verrühren, da muss man wirklich nicht den Thermomix anschmeißen. Wem das noch nicht süß genug ist, der kann ruhig noch ein bisschen Zucker dazu tun oder auch vielleicht ein bisschen Süßstoff. Und das werde ich jetzt erstmal durchziehen lassen.
Und stelle das auch an die Seite, bis die Gurken durchgezogen sind. Und dann gebe ich zum Schluss noch die frischen Kräuter, den Dill und die Petersilie mit rein. Und dann rühren wir das nachher alles zusammen. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Gurken das Wasser abgeben. Ja, und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, die Stunde Ziehzeit von den Gurken ist rum. Hier hat sich also wirklich viel Wasser gebildet. Das schütten wir jetzt mal eben ab. Und zwar wirklich so viel es geht. Drückt ruhig so ein bisschen. Ja, wie gesagt, das Wasser ist jetzt soweit abgeschüttet. So sehen die Gurken jetzt aus. Und jetzt gebe ich einmal Tiefkühlöl dazu. Ich nehme mal so 2 bis 3 große gehäufte Esslöffel. Und auch Tiefkühlpetersilie. Das verteile ich dann meist erstmal. So ein bisschen. So. Ja, und jetzt gehen wir her und schütten einfach die vorbereitete Soße drüber. Verrühren das alles ordentlich. Ja, den Gurkensalat habe ich jetzt soweit schön durchgerührt, aber jetzt gehe ich noch her und salze ihn ordentlich, weil wir hatten ja bis jetzt nur Salz in die Gurken getan und das ist fast mit dem Wasser komplett wieder weggegangen. Jetzt verrühre ich das nochmal und dann muss er wirklich ein paar Stunden ziehen. Am besten schmeckt er, je länger er durchgezogen ist, und ich mache es so, dass ich ihn immer eigentlich über Nacht stehen lasse. Wir werden ihn erst morgen essen. Und ihr könnt ihn aber auch, wie gesagt, übermorgen noch essen. Schmeckt er besonders gut auch, weil er eben leckerer wird, je länger er durchgezogen ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust bekommen, es vielleicht mal nachzumachen. Dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß und ich sage bis zum nächsten Video.